Seit meiner Jugend faszinieren mich Träumer und Visionäre, die sich etwas vorstellen können, das den meisten unmöglich erscheint. Heute wird utopisches Denken meist belächelt oder verunglimpft. Aber jeder großen Errungenschaft der Menschheit ist eine wagemutige Idee vorausgegangen. Wir schaffen uns oft die Realität, die wir zuerst erdenken. Der utopische Traum von sozialer Gerechtigkeit ist die langsam aufgehende Hefe einer besseren Gesellschaft. Insofern ist die Zukunft schon unter uns, nur sehr ungleichmäßig verteilt. Dies ist eine Reise zu den existierenden Oasen der Freiheit, zu den Freiräumen, die die Utopie schon geschaffen hat. Arbeit war eine Utopie, Wohnungen waren eine Utopie, Würde war eine Utopie, eigene Entscheidungen zu treffen war eine Utopie. Uns ist es gelungen, viele Utopien Wirklichkeit werden zu lassen. Diese Geschichtsauffassung, dass der Staat, dass der Kapitalismus, dass der Nationalismus einfach eine Realität ist, die wir jetzt akzeptieren müssen, dass es keine andere Alternative gibt, das ist die eigentliche schwachsinnige Vorstellung, die uns aufgezwungen wird. Die Ikarioten. Ich habe genug Zeit und ich habe keine Uhr. Und das ist ein Luxus, was wir haben. Und ich sehe das und ich genieße diesen Luxus, die mir diese Insel gibt. Musik.